Und weiter geht es mit Assassin's Creed, wollte ich schon beinahe sagen. Far Cry 4 natürlich, weil ich gerade mit jemandem über Assassin's Creed geschrieben habe, wollte ich Assassin's Creed sagen. Lustig. Aber wir wollen die Mission für Nor starten. Mal gucken, was sie will von uns. Ich höre Leute schreien. Alter, was ist denn da drinnen los? Die Tiere sind hungrig, wer füttert ihn? Alter, warum müssen die Ober oben rumlaufen? Das nervt. Alles in der Nachbearbeitung meine ich damit natürlich. Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So, kommst du rein. Ja, wir dürfen ihn töten, endlich. Dürfen wir Paul töten? Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. So, wo dürfen wir jetzt hin? Wir dürfen Paul. Infiltriere das Lagerhaus. Oh Gott. Ich hoffe, es gibt Schnellreise. Erlaubnis. Wo ist denn das? Alter. Da unten ist das. Lass mich bitte. Ja, Gott sei Dank. Danke, Spiel. Danke, danke, danke. Das macht mich so glücklich. Dass Schnellreise dahin geht. Am besten wäre jetzt gewesen, Schnellreise nicht möglich. Aber ich bin nochmal ganz kurz weg. Ich muss nochmal ganz kurz was machen. Bis gleich. Und da bin ich schon wieder. Ich habe keine Sekunde Unterschied gehabt. Ob ich das eigentlich erwähne, ich könnte auch einfach Pause drücken, dann... Alter, ich hasse es. Das ist so ein Kritikpunkt im Spiel. Überall sind die beschissenen Feinde. Das ist so nervig, dass die überall lauern. So. Jetzt markieren wir uns das. Bestimmt darf ich wieder rückwärts fahren. Was denn sonst? Mit der kleinen Knatterkiste. Hier ist Robby Ray Runner vom Sender Flyers Kyra. Anscheinend waren die letzten Außenposten, die der Goldene Pfad erobert hat, kein Zufall, Leute. Der Pfad kontrolliert jetzt fast die Hälfte der Außenposten in Kyra. Ich sollte mir demnächst mal ein paar davon ansehen, aber das schiebe ich schon lange. Ah. Das ist ein Hilferuf. Die Royal Army dringt in unseren Außenposten ein. Die Situation ist kritisch. Bitte melden! Das ist nervig. Ich bin in einer Mission und da kann das passieren. Warum ich gerade A gesagt habe, ich habe immer überlegt, woher die Stimme von diesem Typen aus dem Radio. Assassin's Creed 4 Black Flag der Weise. Oder, wie hieß er? Aus der IT, der Typi. Der Weise, also Bartholomew Roberts. Oder John aus der IT, ja genau, John aus der IT. Genau. Da was für Rauchbomben hier mal werfen müssen. Ist ja nervig. Aber ich bin mitten in einer Mission und da meint das Spiel hier einen Überfall zu provozieren. Es geriet außer Kontrolle. Ich kann jetzt schon fast eine Folge nennen. Och, nerv nicht rum. Lass mich in Ruhe. Wieso? Wie viel kommen denn da noch zur Hölle? Danke. Darf ich jetzt abhauen? Die hauen jetzt ab und darf ich jetzt zur Mission fahren? Fels in der Brandung. Okay. Darf ich jetzt da unten hin? Das würde mich sehr freuen. Robby. Der Robby, ja genau, der hört sich an wie der Weise, Bartholomew Roberts oder John aus der IT aus Assassin's Creed 4 Black Flag. Lasst es an den Kleinen aus, das nervt. Wisst ihr, weil diese Jungs... AJ, hast du meine Familie schon? Nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu dir. Okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig.
Paul ist eine Ratte. Und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Wasserenergieskanne holen und es sich über den Kopf kippen. Beste Aktion von mir. Beste Aktion ever. Muss ich schon sagen, ich bin echt... AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Frischfleisch, Kannibale? Ja, denke ich ja gerade richtig. Aber wie blöd von mir. Ach, du müsst dich da reinschleichen. Im Moment steige ich aber schon mittendrin. Einsteigen und hinsetzen. Ich glaube, der hat in die Hose gemacht. Der ist vielleicht Moangels Sohn. Komm mit. Ich lasse dich liegen. Ist es wieder. Pancho? Legt die alle auf! Verdammt. Ich wusste nicht, dass da jetzt einer um die Ecke kommt in dem Moment. Schade, schade, Marmelade. Wenn ich Paul töten darf, geht es dann auch einfacher, seinen Außenposten, also seine Festung einzunehmen. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Einsteigen und hinsetzen. Ich glaube, der hat die Hose gemacht. Gut. Das kannten wir schon, das war jetzt gerade knapp. Ich habe gedacht, diesmal brauche ich nicht unbedingt. Verdammt. Entschuldigung, da hat es mich schon beim Sprechen eingeholt, das Niesen. Die Kamera einsetzen. Hielt ich dich mal für unnötig. Sie sagt, sie heiratet nur einen reichen Kerl. Vielleicht, wenn ich Gale umlege und das Kopfgeld kassiere. Verdammt, ich will kein Wort mehr von diesem Gale hören. Tiere Hunde. Dass das eine gute Idee ist, übers Dach zu gehen. Eventuell. Da ist es wieder. Schleiche dich in den Truck. Das war knapp. Das war knapp, da war schon wieder einer, der mich entdeckt hätte. Jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn leben, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Kyrat antat. Es verschwinden eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also wenn du irgendjemand lebend findest, hilf ihnen zu fliehen. Statt der Schmerzen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, hier oben. Der Schmerzen. Ach, schade. Ich hab grad. Pauls Festung ist ja das hier. De Bleu war doch Paul. Befreie die Sklaven. Ich hoffe, die Musik ist in Ordnung. Ich hab die Musik ja eigentlich ausgestellt. Deswegen war auch vor ein paar Folgen, wo wir bei Yuki? Auf jeden Fall, die uns die Drogen verabreicht haben. Waren keine Musik aus dem Ghetto Blaster gekommen, weil die Musik aus war. Anscheinend war es dann geschützte Musik. Sehr gut zu wissen. Ich kriege hier einen Raster. Oh, da oben ist noch einer. Ich schätze mal, wenn ich rumballer, verrate ich mich, also darf ich bestimmt nicht rumschießen.
Machen wir ganz kurz. Ich nehme die mal mit. Die liegen wir einfach mal hier hin, weil ich glaube nicht unbedingt, dass hier einer hinkommt. Deswegen lassen wir leicht sein. Der kotzt. Wir kommen auf jeden Fall der Party näher, so wie sich das anhört. Markieren wir mal hier alles. Luft rein. Böse. Das gehört sich nicht. Du bist frei, schleich dich weg. Sehr gut. Wir gehen mal hier rum. Gott, da ist noch einer. Schleich dich weg und kauert auf dem Boden. Gute Einstellung, Mädel. Gute Einstellung. Okay, da hoch kann ich gleich klettern. Das muss ich bestimmt auch gleich machen. Okay, jetzt haben wir hier schon mal Ruhe. Jetzt muss ich gucken, ob hier Luft rein ist. Ich könnte mal das Mikrofon näher ranholen. Ich hoffe, man hat mich verstanden. Das war noch so ein Ticken weit weg. Oh, verdammt. Verdammt, oh, verdammt. Okay, gut. Okay. Ich weiß nicht, ob ich tot bin, wenn ich hier runterspringe. Okay, der kotzt noch sich ein zu Tode. Dann gehen wir wieder runter. Das war knapp. Wir müssen aber hier rein. Schön, eine Stealth-Mission. Ich habe in letzter Zeit bei Stealthen echt, also Schleichen, echte Probleme. So, das haben die nicht gehört. Das macht mich sehr glücklich. Los, du bist frei. So. Jetzt hoffe ich, dass da links die mich in Ruhe lassen. Bett im Weg. Ich würde schon sagen, warum komme ich hier nicht lang? So, jetzt muss ich gucken, dass der hier nicht in meine Richtung guckt. Gut, dann gehen wir hier lang. Komm mit. Die Leiche möchte ich gerne im Busch verstecken. Ich denke mal, das funktioniert bestimmt. So, die werden mir auch mal markieren, damit ich das... Okay, der Netz ist da oben. Wie komme ich da jetzt hoch? Da geht's. Okay, die Wache geht da lang. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Da liegt ein Toter. Meine Pistole klemmt ständig. Scheißteil. Geht der jetzt zurück oder bleibt er da stehen? Das ist halt die Frage. Ich traue mich nämlich jetzt nicht loszugehen, solange der Typ wieder steht, weil ich weiß, wenn ich hochgehe, dreht er sich jeden Moment um. Was habe ich gesagt? Okay, jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Während er was trinkt. Gut. Er hat nichts bemerkt. So, jetzt hier hoch. Einmal bin ich aufgefallen, aber das war ja am Eingang, oder? Nee, gar nicht. Hier drin bin ich noch nicht aufgefallen, wenn dann nur... Zeig
ist einfacher als anschleichen, weil ich habe das Problem, dass ich hier nur wieder mich beim Anschleichen verdrücke. So. Zabal, ich habe Gefangene befreit. Gut. Jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Bruder. Und jetzt du, weshalb du dort bist. Betritt Bleus Büro. Alter, diese Musik die ganze Zeit auf dem Ohr ist schon dezent nervig. Die kämpfen, die feiern da gerade, deswegen kann ich hier einfach mal hochschleichen. Das war knapp. Kletterst du mal da hoch? Alter, diese Musik. Ich habe nichts gegen Musik, aber wenn die dauerhaft auf den Kopfhörern dröhnt, ist es dezent nervig. Finde Bleus Büro. Okay. Bin auf jeden Fall schon mal drin. Achso. Achso, ich musste interagieren mit der Tür. Ich wollte schon sagen, da geht's doch gar nicht lang. Ich will dir helfen. Verschwinde hier. Haha, das ist geil jetzt. Dass wir so tun, als wären wir der Gefangene. Das ist wunderbar. Nein, ich verstehe, aber ich kann nicht. Ich bin gerade buchstäblich auf dem Weg in ein Meeting. Ja gut. Nein, okay, lass dich schnell ran. Nein, ist okay. Ja, gleich bin ich bei dir. Ich warte nur auf dich. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja, gib mir mal einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Alter. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich leg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja. Küsschen und süße Träume. Okay. Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Du? Trage den Blur raus. Ich muss dich jetzt mit dem Typen hier durchschleichen. Mit einem Granatwerfer als Waffe. Trage den Blur zu einem Fahrzeug. Alter, Spiel. Wie soll ich den denn hier rauskriegen? Irgendwas ist passiert. Ständig am Schwitzen.
haben sie eine der Leichen entdeckt. Hä? Lalalalalalala. Wo ist hier einer? Wo ist hier? Schnell eine Spritze reinjagen. Bis auf den letzten Mann. Okay. Hier, für euch. Sehr gut. Okay, ich weiß, wo wir sind. Okay, irgendwer hat uns entdeckt vorher. Ob man sich auch hier komplett rausschleichen kann mit der Leiche, wollte ich sagen, mit dem Körper von ihm. Er lebt ja noch. Wir haben ihn ja nur K.O. gehauen. Da ist ein Loch im Zaun. Da gehen wir einfach mal raus. So. Lege de Bleu in den Kofferraum. Hui. Okay, ziemlich gut geschafft, aber mit einem Granatwerfer als Waffe war das jetzt ein bisschen bescheuert. Bringe de Bleu zum goldenen Pfad. Die haben gar nicht mitbekommen, dass ich raus bin. Sehr schön. Hihi, ich habe ihn entführt. Huhuhuhu. Stimmt, er ist uns ja nicht feindlich gesinnt. Ich glaube dir. Ich weiß nicht, ob ich über die Musik lachen kann. What the fuck? Oh Mann, Arschloch. Oh Gott, was für ein Arsch. Oh, wir sind schon da. Okay, wir sind da. Ich hoffe, die Musik ist in Ordnung. Bitte geh aus. Aber ich glaube, an der Musik hat keiner unbedingt Rechte. Er lebt noch. Wäre er tot, ich hätte es dir nicht vorgeworfen. Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer. Zeig ihm sein neues Haus. Wer war das? Elende Wilde! Lass das! Moment mal, das ist mein Handy. AJ, mein Handy in meiner Tasche! Ich brauche mein Handy, Mann! AJ, bitte! Bitte! Ich brauche mein Handy! Lass mich los, ihr Pavian-Arsche! Schöne Beleidigung. Ashley, Baby, Daddy ist hier! Oh, ich glaube, der wird jetzt erstmal ein bisschen in die Mangel genommen. Danke, AJ. Du hast das Richtige getan. Wir kümmern uns um Paul. Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn. Hätte ich ihn auch umbringen können? Das würde mich gerade schon interessieren. Weil sie sagen, ach, er ist erlebt. Wäre tot, hätte ich sie nicht verübeln können. Einer weniger. Ah, wir haben... AJ, nun, da Paul aus dem Weg ist, ist die Festung Marschakon verwundbar. An deiner Stelle würde ich die Situation ausnutzen, Bruder. Was? Verwundbar? Bitte was? Festung geschwächt! Du hast eine Plötzfestung geschwächt. Jetzt ist es Zeit zuzuschlagen. Du hältst große Mengen RP. Gut, dann weiß ich, was wir in der nächsten Folge machen werden. Ich höre jetzt auch aufzunehmen, weil ich 9 Folgen aufgenommen habe. Das ist für eine Woche. Mehr als genug. Weil einem Tag kamen Doppelfolgen. Ich wollte bis Ende November fertig haben, damit ich in Ruhe die Tage weiter aufnehmen kann, damit ich nicht mehr den Stress habe, von dem ich ein paar Folgen vorher mal gelabert habe. Und dann werden wir in der nächsten Folge die Festung einnehmen. Ich freue mich drauf. In der Festung, die ich beinahe schon mal eingenommen habe, aber es vergeigt habe, weil ich die Helikopter nicht bedacht hatte. Dann hören wir uns morgen in der Folge, wenn wir diese Festung einnehmen. Bis morgen. Tschüss.